Einerseits bin ich ja heilfroh, wie machtvoll, wie prachtvoll unsere Stadt hier mittlerweile aussieht. Bei unserem Let's Play mit Endless Legend, mit unserer Kultistenfraktion. Andererseits, Nosferatiel, genügt mir das schon lange nicht mehr, denn mein anderes Auge, das eine, das ist hier drauf, das ist schielt auf den eigenen Protz und den eigenen Prunker, mit dem anderen schiele ich rüber auf den Feind. Kein sehr hübscher Anblick, wenn man mich jetzt von außen betrachten würde oder wenn ich in den Spiegel blicken würde, wie das eine Auge in die eine Richtung zeigt, das andere in die andere. Aber das andere, das böse, das neidische Auge, das beäugt halt den Gegner und das stellt fest, nee, denen gönne ich das Schwarze nicht unter dem Fingernagel, diesem Wanderclan. Ich gönne ihnen vor allem nichts, weil sie die ganze Zeit hier meiner Faction-Mord betreiben, immer unsere schönen kleinen verbündeten Dörfer oder sagen wir mal unsere zukünftigen Konvertiten in großen Zahlen abschlachten. Es ist unglaublich, was dort alles schon kaputt gegangen ist. Und die nennen sich friedfertige Händler. Ich kann es nicht wirklich fassen. Nein. Das heißt, mit Feuer und Schwert werden wir jetzt den Frieden in die Welt bringen und die Mörder unserer schutzbefohlenen Dörfler jetzt selbst zur Strecke bringen. Alles im Namen des Friedens. Morden im Namen des Friedens. Also hier lernt man auch was für das Real Life hier bei diesem Let's Play. Was tun wir als erstes? Wir haben viele Einheiten hin und her zu ziehen. Diese Armee hier, diesen Trupp, damit wollten wir eigentlich auf die Jagd gehen, nicht? Wir wollten im Nordwesten gucken nach der Einheit, die ursprünglich unser schönes Dorf dort abgerissen hat. Aber die ist wahrscheinlich schon wieder in verbündetes Land geflohen. Diese Feigensack, da ist sie, guck mal. Wenn sie uns wenigstens angreifen würden. Wir gehen die mal jagen. Mal gucken, ob das klappt. Dann haben wir hier noch einen Trupp, der ist im Süden beschäftigt. Den wollten wir eigentlich Richtung Norden schicken, hin zum Wanderclan. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir die sinnvoll einsetzen können. Vor allem deswegen, weil wir in der, um euch das nochmal im Forschungsbildschirm zu zeigen, ein Ziel vor Augen haben. Das ist hier. Das ist diese Technologie, wo die 4 dran prangt. Nosferatiel. Ja, momentan ist ja unsere Strategie, erstmal unsere Stadt zu buffen, immer bessere Gebäude zu bauen, um dafür zu sorgen, dass unsere Kriegskasse voll ist und dass wir auch sehr viele Einheiten unterstützen können. Aber das Zweite ist natürlich dann gleich die namenlosen Wachen zu bauen, die als wirklich stärkste Kultisteneinheit mit dem Orden von Isiva, den wir dank der Fraktionsquest hier haben, ausgestattet, auch wirklich genügend Bums hinter jedem Angriff haben, um dafür zu sorgen, dass der Kult siegen wird. Und dann vergrößern wir als nächstes danach unsere Armeen auf 6 Leute pro Platz. 6 Leute, die dann gleichzeitig mit dem Helden zusammen angreifen. Wir sollten dann planen, so ungefähr 15 Einheiten mindestens für den Angriff zu haben. Das werden wir auch zeitlich schaffen. Und unsere Armeen ziehen dann schon dem Gegner entgegen, wenn es darum geht, die zerstörerische Analyse fertig zu forschen, die uns dann erlaubt, nicht nur einen Stack Industrie pro gegnerischer Population, die wir entleiben, zu bekommen, sondern gleich 2. Einen Stack Industrie und einen Stack Wissenschaft. In 4 Schritten zum Sieg. Schritt Nummer 1, die Leute glücklich machen, die sollen sich freuen auf den Krieg. Schritt Nummer 2, tolle Elite, Bogenschützen heranzüchten. Schritt Nummer 3, unsere Armeen vergrößern, damit die alle Platz finden unter der gütigen Herrschaft unserer Helden generell. Schritt Nummer 4, dafür sorgen, wenn wir eine Stadt plündern vom Feind, dass das uns richtig, richtig klug machen soll. Das ist unser 4-Schritte-Plan zum Sieg und dahin gilt es, ja, wir könnten jetzt Richtung Norden ziehen, aber das wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier mit dem an den Grenzen der Wanderclans angekommen sind und dann auch wirklich schon einsetzen können. Vielleicht machen wir doch erstmal eine kleine Stippvisite hin zu dieser Ruine hier beispielsweise. Ja, erforschen und hoffentlich vielleicht mal eine Technologie zu bekommen für verbesserte Waffen, kann nicht schaden. Hier wollen wir noch vorsprechen bei diesem Dorf hier. Hatten wir das schon gemacht? Das Dorf ist schon unseres. Wir hatten es schon gemacht. Es ist schon unseres. Sehr ja, schön. Wir wollten nur unsere Einheit dort in der Gegend belassen, weil wir uns befürchteten, dass diese 2 Dörfer auch den bösen Wanderclans zum Opfer fallen können. Das würden wir nicht wollen. Du hattest eben von einem Orden gesprochen, der Vollständigkeit halber. Darum geht es hier. Am Beispiel von Andum dem Seher. Der hat diesen Orden von Isiver. Und der macht diese Einheit verflixt kampfstark, verflixt defensiv stark und
Ungeheuer flink. Der wird ganz, ganz früh im Kampf aktiviert werden, weil dessen Initiativwerte in die Höhe schnellt. Und diesen Orden können wir halt auch unseren Elite-Bogenschützen, die wir demnächst haben, anlegen. Ja, was es exakt macht und was das Stärkste davon ist, ist die plus 50% auf den Schadenswert. Defensivwert bedeutet ja letztendlich nur, dass er weniger oft kritisch oder überhaupt getroffen wird, und die Initiative, dass er früher zieht, ist auch schön. Aber was man niemals vernachlässigen sollte, ist Regeneration 2. Denn das erlaubt ihm pro Runde eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten mal die Höhe seines Levels zu regenerieren. Also wenn er Level 10 wäre, würde er 40 Leben pro jede Runde wiederherstellen. Einfach so, kostenlos für uns. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Und raus. Viele Einheiten, die wir im Augenblick hier erzeugen. Da hat mich ein Zuschauer korrigiert. Das ist ja wirklich ein bisschen peinlich. Ich habe die ganze Zeit behauptet, die hießen E-Crisis. Tatsächlich heißen die, ja, Erythis. Wie komme ich denn auf E-Crisis? Dass ich irgendwas zerknollt. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich habe es dann immer so schön umgangen, das Wort auch nur zu erwähnen, mit Rebschlangen, wie es im Deutschen ja auch manchmal so schön heißt. Nur damit du die ganze Zeit weiter das erwähnen kannst. Das hat auch hervorragend funktioniert. Sehr solidarisch hier, mein Mitlets Player. Na, bei den Kultisten, die Haupteigenschaft ist nicht die innere Solidarität, sondern die Mordlust gegenüber dem Feind. Ja, der innere Wahnsinn muss kultiviert werden. In einer Runde Zentralmarkt, dann ist das eine Runde, nach dieser Runde hier, Zugende. Jetzt schalten wir ein neues Gebäude frei, passend dazu, dass hier auch ein Gebäude fertig wurde in Gildrin und dass wir dort auch einen neuen Bürger haben. Genau, die plus 10% Nahrung, plus 10%, das nehmen wir auch gern mit. Das schauen wir uns nachher an. Gehen wir erstmal rein in die Stadt. Soll man das Gebäude mal... Ich stelle das auf jeden Fall in die Bauschlange schon mal ein. Wann? Jetzt oder später? Das sollten wir gleich ganz nach vorne ziehen. Das kostet uns ja kaum Zeit, das zu bauen. Eine Runde. Wir könnten auch nochmal eine weitere Bezirksstraße errichten. Wir haben ja jetzt einen weiteren Bürger bekommen. Das sollten wir auch. Wir sollten... wir haben unser Stadtzentrum, glaube ich, schon auf Level 2 aufgelevelt, oder? Sieht danach aus. Ja. Gut, dann wäre der nächste Schritt unserer Fraktionsquest auch schon mal vorhinein erfüllt, glaube ich. Dann wäre es doch sinnvoll, unsere ganz normalen Wahnsinnsangelegenheiten weiterzumachen und den Bezirk dahin zu setzen. Genau. Dann kriegen wir dann noch dieses 5er Anomaliefeld. Okay. Hervorragend. Das haben wir jetzt gerade hier eingestellt. Prima. Ja, rechts haben wir ja auch gleich die Armee, um mal zu gucken, wie viel es kostet, dieses Dorf zu nicht nur zu haben, sondern auch zu bekehren. Der Vollständigkeit halber die Frage erstmal den weiteren Bürger, den wir hier haben. In 5 Runden haben wir haben ja ein enormes Bevölkerungswachstum, einen weiteren Bürger hier weiterhin auf Einflusspunkte setzen, oder dauert das, erschöpft sich das allmählich? Das erschöpft sich noch lange nicht. Unsere Einflusspunkte sind hier das, was immer dafür sorgt, dass wir neue Dörfer bekommen. Jedes neue Dorf ist ein Einwohner und ein Distrikt wert. Also hervorragend für uns. Ich habe die beiden Dust-Produzenten mal abgezogen, sodass wir Einfluss erzeugen. Mhm. Kannst ja mal rechts gucken. Hier ist ein Ork entstanden. Hier haben wir einen. Hier haben wir gleich 2. Das heißt, wir könnten eine ganze Armee hier von zusammenstellen. Jetzt hast du allerdings auch wieder einen Bewegungspunkt. Du kannst jetzt mal gucken, ob du diesen Einheit in das Dorf setzen kannst. Mit dem Rechtsklick geht es nicht. Aber du hast dort unten ja noch unter dem... Ja, genau. Sehr schön. Mit dem Helden hier. Guck erstmal links unten. Da haben wir ja auch noch dieses eine Dorf. Das ist ja jetzt befriedet und neu gebaut. Die Frage ist, können wir es nicht auch einfach auch gleich bekehren? Ich fürchte, wir haben nicht ganz genug
Nein, das können wir erst in zwei Runden oder in einer. 230 oder 240? 230 in der nächsten Runde. Da warten wir ruhig mal kurz ab und ziehen dein SCR hoch. Oder? Genau. Wie schnell sind wir? Doch, das können wir jetzt auch schon machen. Können aber auch jetzt einfach da hochziehen. Dann können wir auch das Dorf dort oben nehmen. Das steht noch neben der Anomalie, diesem mutierten Moor. Okay. Mutiertes Moor. Gruselig. Dass auch Landschaften mutieren können und nicht nur Menschen und Tiere und Pflanzen, sondern gleich ganze Landschaften. Stinkende Gase steigen aus der vielfältigen, wildwachsenden Flora auf. Wer weiß, was für seltsame Elixiere aus einem solchen Sumpf gewonnen werden könnten. Wer weiß, was für Moskitos aus einem solchen Sumpf herauskommen und ob das nicht vielleicht der Grund ist, warum unsere Hinternkratzer andauernd mit Kratzen beschäftigt sind. Das ist eine gute Idee. Das könnte der Grund sein. So, jetzt haben wir diese beiden Einheiten hier. Ja, hier sind wir auf der Jagd. Ja, die haben sich wahrscheinlich hier zurückgezogen, ne? Diese eine Feindeinheit. Ja, man sieht überall die kaputten Dörfer. Was für eine Tragödie. Weißt du was? Ich zieh mal hier hin. Aha. Ich sehe 10 mögliche Stacks zum Abholen. Mhm. Sehr, sehr hübsch. Mitten in einem Lebensbaum. Ist das nicht irgendwie etwas so aus spiritueller Sicht, eine Vergewaltigung der Natur, eine Stadt auf einen Lebensbaum draufzustellen? Gehört das nicht bestraft zu werden? Ich würde mir eher Sorgen darum machen, was passiert, wenn es in deinem Wohnzimmer so regnen würde, wenn der Lebensbaum die ganze Zeit mitten da drin steht. Also es ist auf jeden Fall ein Verbrechen gegen Feng Shui, würde ich vermuten. Ja. Und definitiv eins gegen jede Form von Einrichtungskunst oder Architektur. Da ist was dran. Ihr merkt, wir suchen schon, wir sammeln schon Kriegsgründe. Ich denke, wir müssen da nicht wahnsinnig viel sammeln. Unser Kriegsgrund ist ganz einfach, dass sie so viele Dörfer abgerissen haben. Das geht gar nicht. Sie haben ja auch eins von unseren Dörfern abgerissen. Von unseren Schutzbefohlenen. Wir sind nur provoziert worden. Oh, schau mal hier. Eine Schlacht. 3 Arpuja-Einheiten flattern an uns heran. 2. Tatsächlich. Sind die gut? Sie sind schnell, sie können fliegen, sie machen Kreisangriffe, das kennen wir mittlerweile schon von vielen unserer Gegner. Ich würde sagen, sie sind für uns kein großes Problem und das, was der Autohersteller meint, dass wir das sehr einfach gewinnen werden, ist definitiv richtig. Unser Prediger zieht als erstes, den müssen wir natürlich beschützen. Können ziemlich weit ziehen. Die haben 4 Kampfpunkte. Vielleicht sollten wir den deshalb weiter zurückstellen. Das bringt nichts. Nee? Sind die zu schnell? Ich würde ihn lieber auf höherem Gelände lassen, neben den anderen Einheiten, um die zu buffen. Und auf jeden Fall auch in dem Wald. In dem Wald kriegt er noch einen Verteidigungsbonus. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt, einfach größer. Wenn, dann kann ihn maximal eine Einheit dort angreifen. Und wenn sie will, dann sollen sie. Lassen wir die genauso stehen, wie die sind. Die stehen im Wald, die stehen relativ weit oben. Alles und darunter geht's nur unten runter. Also, ja. Wenn sie sich die Keule anfangen wollen, dann gerne, bitte. Mhm. Ja, können wir genauso lassen, ne? Oder wir machen auf Position halten. Also den einen müssen wir wahrscheinlich nicht die Position halten lassen. Ich finde die KI zieht teilweise dermaßen dämlich. Das stimmt schon, also okay. Den auf Position halten, vielleicht den anderen darfst du gar nicht Position halten lassen. Dem vielleicht gar keinen konkreten Befehl geben, sondern einfach abwarten lassen, was der macht. Den allgemein auf... Den anderen angreifen lassen, falls der nicht nochmal da drauf schlägt. Entschuldige bitte nochmal. Ich würde ihn den oberen angreifen lassen. Falls der nämlich direkt davor zieht und unserer versucht, außen rumzugreifen oder rumzulaufen, so dumm wie er mal was er ist, kommt er sonst gar nicht zum Schlagen. Auf geht's. Ich habe mir schon gedacht, dass das so passiert.
Wenig Schaden auf unserer Seite. Der hier, der bufft jetzt den. Das ist alles super. Ja, und die kann man einfach da so stehen lassen. Ja, der eine wird sowieso nicht zum Ziehen kommen, weil der von beiden angegriffen wird. Und vom Terrain her können die da überhaupt nichts reißen. Das wird ein sicherer Sieg. Schon wieder keinen Schaden gemacht und einer ist schon fast weg. Dass sich selbst im Kampf permanent am Popo kratzen. Komische Gesellen. Diesmal könnt ihr auch nicht die Moskitos als Ausrede nehmen, wir sind immerhin fast in der Arktis. Obwohl, gibt es in EL Eismoskitos? Wäre mir neu. Höchstens, wenn man die Leichname im Kühlschrank lagert. Oh, ein kritischer Treffer gegen einen kritischen Verfehler. Du siehst, die treffen uns ja fast gar nicht. Also das war wirklich ein leichter Kampf. Ja, letztendlich wären die gut gewesen, wenn wir nur Fernkämpfer gehabt hätten. Andererseits... Ja, 8,6 Erfahrungspunkte geht so. Lass uns mal weiterziehen. Der hat noch alle Bewegungspunkte und wir ziehen Richtung Süden, in der Hoffnung, da etwas Neues zu entdecken. Mindestens auf jeden Fall die Dörfer von diesen komischen Flugviechern. Was ist das hier? Schwarzer Dust, was es so alles gibt. Ja, die EL-Variante von Erdöl. Die haben jetzt den Zentralmarkt fertiggestellt. Auf Inbrunst, die sind wir jetzt wieder. Und als nächstes kommen die Bezirksstraßen. Mit dem können wir jetzt hier vorsprechen. Wir haben genug Einflusspunkte. Bekehren das Dorf. Halten eine Burdeki-Einheit. Und können, weil das keine Bewegungspunkte verbraucht hat, gleich runterziehen hierhin. Und dann können wir in zwei oder vielleicht drei Runden auch dieses Dorf bekehren. Die Armee ist voll, alle Slots belegt, sonst hätten wir vielleicht noch jemanden mitnehmen können. Ja, den würde ich aber verkaufen. Echt? Den brauchen wir gar nicht mehr, meinst du? Den brauchen wir nicht. Jetzt sollten wir uns eher mal kurz auf dem Markt umschauen, ob wir irgendwelche interessanten Buffs kaufen können. Bei den Luxusgütern. Genau, bei den Luxusgütern gibt es da etwas, das heißt Dustwasser. Hier ist es. Oder die Dust-Orchidee. Ja, also das Dustwasser sorgt dafür, wenn du 50% mehr Dust auf Städte einnimmst, dass du dir natürlich vorstellen kannst, dass wir die nächsten Buffs wesentlich schneller kaufen können. Das ist eine feine Idee. Wäre das dann vielleicht auch ein Grund zu sagen, dass wir das zwar jetzt kaufen, aber erst in zwei Runden einsetzen, wenn wir dieses Dorf hier aufgelevelt, wenn wir dieses Dorf bekehrt haben und dann all unsere Bürger aus der Einflusspunkteproduktion abziehen und stattdessen das produzieren lassen? Wir sollten nicht all unsere Bürger daraus abziehen. Wir werden so oder so ja mehr produzieren als den Überschwung von 29. Das ist ja nach Abzug aller Armee- und Stadtkosten, die wir haben. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Dust-Produktion verdoppeln, bekommen wir deutlich mehr als 29 mehr. Würde es sich trotzdem lohnen, dass man dadurch halt diesen, weil damit man diesen auf 10 Runden limitierten Buff komplett mitnimmt, dass man das halt diesen Bonus komplett ausschöpfen kann, dass man diese Zeitspanne nutzt, um die Bürger massiv in die Dust-Produktion dort einzusetzen? Wenn wir die Broken Lord spielen würden, ja, bei uns ist es hingegen einfach nur ein nettes Gimmick. Wir haben ja sowieso gerade schon einen großen Dust-Überschwung und der wird einfach auch noch immer größer werden. Den kann man für zwei Dinge benutzen, entweder Buffs zu kaufen, um unsere gesamte Imperiums, sagen wir mal, Produktion von verschiedenen Ressourcen zu verbessern, oder den kann man dafür verbraten, Helden zu kaufen. Oder letztendlich, um Dörfer zu bestechen. Und ich finde es meistens ist
solange man nicht im Krieg ist, auf jeden Fall sinnvoller, wenn man das erstmal in Luxusgüter anlegt und den Markt damit leer kauft, solange wir noch können. Denn sobald wir mit den Händlern im Krieg sind, werden die uns den Markt versperren. Ah, verstehe. Das heißt, wir kaufen das Dastwasser, auch wenn wir es nicht sofort ausgeben werden, vielleicht. Oh, ich finde, wir sollten es sofort ausgeben. Du kannst dir auch mal Grasseide angucken. Wie viel soll ich denn davon kaufen? Exakt 10, damit wir halt sofort den theoretisch starten können. Jetzt habe ich wieder Probleme, an meinem Mikrofon vorbeizugucken. Wo ist das hier unten? Hier, ne? Ja, da. Und kaufen, 226. Genau, dann gucken wir auf Grasseide, das ist noch 3 höher. Das hätte ich dann nämlich auch gern. Ah, ja gut, wir müssten dann noch einmal irgendetwas verkaufen. Dann können wir nämlich beide gleichzeitig starten, dann kriegen wir einmal 50% mehr und nochmal 100% mehr. Da kommen Unmengen an das dazu. Genau. Irgendetwas verkaufen, und was könnten wir verkaufen? Verkaufen ist immer oben links das Fenster, Gegenstände zum Verkauf. Und da kannst du mal auf Luxusgüter gucken. Da haben wir zum Beispiel die Emerald, das zweite. Ach, da drüber. Wenn du davon 2 verkaufst, verlieren wir dadurch nichts. Wir kriegen ja jede Runde sowieso einen davon. Verstehen. Und plus 30% Stadtbefestigung. Niemand soll unserer Stadt so nahe kommen, dass er sie belagert. Bitte. Kannst du theoretisch mehr davon verkaufen, wenn du möchtest. Ja, wir müssen auch noch mehr davon verkaufen. Es fehlt noch. Oder hatte ich hier noch nicht drauf geklickt? Doch, doch. Doch. Du musst noch einmal... Verkauf alles. Brauchen wir nicht. Hervorragend. Dann gehen wir doch mal unsere neu gefundenen Sachen einsetzen. Wir können mit Gewürzen boosten. Wir können mit Wein die Leute besoffen machen vor Glück, aber noch glücklicher als 100% Moral können wir eh nicht bekommen. Wir können hier noch mehr Dust scheffeln und nochmal Dust scheffeln. Also die beiden nehmen wir auf jeden Fall, ne? Und auch die plus 50% Nahrung würde ich noch nehmen. Ja. Dann bist du einmal voll ausgestattet. Und jetzt siehst du, kriegen wir nicht 26 mehr. Wir haben jetzt plötzlich 91 Dust pro Runde. Wow. Das wird jetzt die nächsten 10 Runden so anhalten. Das heißt, dann haben wir 900. Es hat uns 230 gekostet, das zu kaufen. Plus nochmal 200. Also haben wir 430 ausgegeben und kriegen ungefähr das Doppelte zurück. Wir haben also 100% Gewinn gemacht. Nur dadurch, dass wir das angestellt haben. Wäre das nicht vielleicht auch ein gutes Finanzmodell für die Gegenwart, ein Geschäftsmodell, irgendein fürs Real Life, dass wir irgendeine Ressource entdecken auf dem freien Markt und die kaufen und damit ein Perpetuum mobile von Reichtum der konstruieren oder bekommen, Reichtum, der von außen in unsere eigenen Taschen hineinwandert, eine ewige Bewegung, Energie oder Geld oder das sich immer und immer und immer wieder neu ersetzt. Als Physiker muss ich jetzt an die Energieerhaltung appellieren und sagen, das mit Perpetuum mobile wird nicht unbedingt funktionieren. Ich kann aber definitiv dann auch noch dazu den Senf geben, dass ich nicht glaube, dass Griechenland noch mehr Probleme braucht, indem es eine Theokratie, wie wir es sie hier leben, einführt, nur um dann ihre Marktregeln nochmal noch ganz neu zu ändern oder neu zu ordnen. Wie auch immer, wir hoffen, dass wir einen Goldesel gefunden haben hier. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.